Willkommen zum letzten Tag mit Ende Hero Spiral Deck. Im letzten Part haben wir es auf 40 Karten runtergesetzt. Und jetzt schauen wir, ob wir das nochmal zum Laufen kriegen. Yu-Gi-Oh! Loki. Okay, das kann jetzt aber wirklich funktionieren. So viel haben wir gar nicht. Richtig, aber wir können mit einem. Die Maschinen dürfen wir nicht zünden. Die Maschinen dürfen wir ja nicht zünden. Warum? Abtu steht da. Ach so, ja, okay, dann dürfen wir sie zünden. Ich glaube, der kriegt den Wähler. Ja, der kriegt natürlich den Wähler. Dann die Overlord und dann den Kaiju. Ist ja auch scheißegal. Ja. So, machen wir dann erst das Machine Dupe oder erst den. Ja, machen wir erst die. Sollte man noch nicht wissen, dass wir schon einen Super Agent haben. Schlimm, dass wir eine zweite Drohne gezogen haben. Wenn das jetzt eine Ash frisst, umso besser. Der hat eine Ash. Ja, there we go. Das hätte ich mir an seiner Stelle verkniffen. Ich würde Ash immer für Double Helix aufheben. Für Double Helix aufheben. So, wir wissen ja, dass oben ein Monster liegt. Tja, jetzt mal die Ash noch. Also, hier, wird's, hier drauf wird jetzt noch keine kommen können, aber jetzt auf die Double Helix. Ja gut, der kann natürlich noch Vayler und Imperm und sowas haben. In before Orga. Ja, hierauf könnte jetzt keine Orga kommen. Das hätte jetzt, da könnte nee, aber auf die Helix. Ich vermute, ich tippe eher auf eine Imperm, weil er hat gerade eben was machen können. Ja. Und daher muss es eigentlich die Imperm sein. Der muss sich jetzt erstmal die Double Helix nochmal durchlesen, weil er dagegen in 100 Jahren nicht gespielt hat. Mit gutem Grund. So, jetzt kommen wirft die Imperm. Ja. Wir raten mal ganz dreist, dass da oben immer noch ein Monster liegt. Ha, Überraschung. There we go. Ja, pass. Ich meine, er zieht jetzt tot. Ja, aber trotzdem noch drei Handkarten. Und ja. So tot ist die auch nicht. Die sorgt dafür, dass wir im nächsten Zug wieder nichts machen können. Ja. Oh. Natürlich. Ja, das ist hallo. Ein guter Anfang. Hallo, Megafleet. Muss ja nicht mal. Das ist noch besser. Ja, so viele Optionen, dass er direkt gar nicht weiß, was er machen soll. Wobei nächster wäre noch cooler gewesen, aber. Oder hat er wohl nicht. Oder natürlich Chor. So, wir sind ganz anfallsreich. Ja, die kann Overlord Fusion reinlegen. Das einfallsreich war auch ironisch gemeint. Ich meine, das im Sinne von, er entscheidet sich für das langweiligst mögliche Play, was er jetzt hätte machen können. Liegt ein Rampage, ne? Ja, ist halt ein Rampage. Das ist ein Rampage, ja. Darf er ein paar Millen und darf er uns hauen. Ist aber noch nicht Kill. Nee. Set zuerst, okay. Also wir haben eine Drohne im Friedhof, das heißt, wir können was machen. Mal gucken, was wir ziehen.
Das ist nicht schlecht. Okay, also ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes. Wir Wir Shotgun bomben die mit Drohne. Drohne, nicht TOW? Nein. Weil die Drohne kann in Relinquished Anima gehen und die kann sich seinen Bruder joinken. Ah ja, schon guter Punkt. Dann gucken wir, was da oben liegt und Und dann dann kommen wir machen den wir Super Super Agent. Agent. Genau. Wir können den machen, wir können ja auch gleich die Double Helix wiederbeleben, oder? Oder muss das ein Monster mit einer Stufe sein? Wiederbeleben? Drohne nimmt zurück auf die Hand. Also, die nimmt auf die Hand zurück. Ach ja, den kannten wir ja. Ja. Das war ja bekannt. So. Aber ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass er das jetzt durchgehen lässt, um dann auf irgendwas anderes zu ballern. Muss er wissen. So, dann fragen wir jetzt mal nach Anima. Hi, dürfen wir mal? Gut, dass er eine Base-Attack von 2000 hat. Ansonsten hätten. Und nicht wie andere Fusionsmonster, die Attack von irgendeiner Summon Requirement abhängt. Dürfen wir das mal ausleihen? Dürfen wir. Oh, super. So, dann können wir jetzt Super Agent machen. Ich glaube, am wahrscheinlichsten sind Monster. Da der Kaiju spielt, ja, sonst hätte ich gesagt Spells. Hier ist auch schon ein Haufen Monster raus. Ja, ich würde wahrscheinlich trotzdem Monster sagen. Weil der auch noch Handtraps spielt und so. Der spielt ja die Cyber Dragons, der spielt Handtraps und der spielt Kaijus. Das sind ein Haufen Monster. Wir sehen es ja gleich. Okay. Okay, cool. So. Ja, und wir hätten gerne die Verdeckte da kaputt gemacht. Okay. Sag mal, der hat einen Core im Grave, oder? Ich glaube, den hat er vorhin abgeschmissen, ja. If von Cyber Dragon Monster. Ach so, okay, der darf also alles zurückholen. Okay, Ja. hier, das ist nur die Drohne, ne? Ja. Ja. Und hier können wir auch nichts holen, weil wir nicht den Double Helix, weil Double Helix nicht holen können. Dann einfach Angriff. Ja, dann einfach Angriff und Pass. Ich meine, er hat ja auch nicht mehr viel. Vielleicht langt das ja schon. So, wir wissen, dass er jetzt einen Chor nachziehen wird. Oder war doch ein Chor, oder? Das heißt, er kann jetzt Und er den. hatte noch einen. Die letzte Handkarte, die wir noch nicht kannten. Ja, aber warum hat der nicht erst mit Korn einen anderen Cyber Dragon aus dem Deck gespecialt? Darf der nur einen der beiden Effekte von Korn im Zug machen? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ich habe gesehen, bis eben hat er mein Mikro überstört, weil es nur eingestellt war. Entschuldigung dafür. Weiß nicht, wie das passiert ist, aber jetzt ist es nicht mehr so. Ja gut, dass er noch einen Cyber Dragon hatte, war unpraktisch. Naja, wenn er den nicht auf der Hand gehabt hätte, hätte er ihn aus dem Deck beschwören können. Nein, Quatsch, hätte er nicht suchen dürfen. Richtig. Ja, okay, aber noch leben war. Ja, aber wir haben halt leider auch einen Theoretisch. Infinity in der Fresse. Ja. Das ist richtig. Nee, warte mal, wir le leben wir? Nee, wir leben nicht. 2,5. Nee, wir leben nicht, weil der Infinity Ne, joint sich 2,7. den Relinquished. Das heißt, das sind 800. Sind, ja, sind gerade so Kill. Hä? Warte, so ist nicht Kill. Doch, sind Oder? genau 3-1. Ach nee, Außerdem kann er noch er macht Mega einfach Fleet bauen. Mega Fleet, ja, logisch, dann ist sowieso. Passt. Ja. Schade. Irgendwas, das jemand, der diese Sprache spricht, lesen kann.
Ich meine, wir haben wenigstens mal einen Opener, wenn es hier nicht zu viel kommt. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Also, links darf. Obviously, die Frage ist, wie viel kommt da jetzt? Mhm. Sachen und Dinge. Ja. Yep. Lehnen wir uns mal zurück, wir haben eh keinen Interrupt. Ein Satz, den ich diese Woche sehr häufig gesagt habe, wie mir gerade auffällt. Codec ist eine interessante Karte. Mhm. Und dabei ist sie gar nicht mal neu, die gibt es schon seit einer ziemlichen Weile. So, Transcode, okay. Das ist ein Code Talker inverted. Ich meine, er hat schon ordentlich an Karten dafür benutzt für seine Kombi. Ja, also das sieht, also bis jetzt sieht es irgendwie aus wie ein schlechtes Etiknister. Was er da so tut. Also wenn er jetzt tatsächlich dann Arrival Pass baut, dann muss ich lachen. Wir werden es gleich sehen. Okay, Splash, möchtest du noch eine Summon vom Friedhof? Ja, also hat er, okay, und jetzt? Ein U-Link darf er damit Stand jetzt nicht bauen, nicht mal im Ansatz. Nee, der Splash Mage zeigt ja eine falsche Richtung. Ja, der invertet auch schon. Naja, stimmt, der zeigt ja gar nicht nach oben. Dann, boah. Schauen wir mal. Ich meine, das ist ja noch kein Board hier. Das ist ja nichts. Das sind ja nur Stöcke. Ja. Also nur Stöcke kriegen wir mit dem Deck sogar weg. Den kriegen wir sogar mit diesem Blatt weg. Ja. Wir haben sogar eine Wiedergeburt, das ist eine Sache, kann sogar schief gehen. Mhm. Eigentlich haben wir sogar erstaunlich viel. Hexus Code? Das wäre also jetzt, ja, den hat er aber, was? Das wäre jetzt scary, wenn wir angefangen hätten. Ja. Okay. Wird das jetzt der Hexus Code Pass? So wie damals Firewall Pass. Also ja, wir dürfen den Hexus Code nicht zielen. Okay, Glückwunsch. Mhm, ja, das hat er auch. Jetzt kann er noch einen Link 4 bauen, theoretisch. Was, ja. Was brauchte Arrival nochmal als Material? Ich weiß es nicht mehr. Powercode? Den hat er auch. Das ist kein Quick-Effekt, der negate, also... Oder der versucht hier gerade einfach nur ein Statement zu setzen. Kann auch sein. Dass er einfach nur ein cooles Board bauen will, so Anime-mäßig. Also so irgendein ikonisches Anime-Board oder so. Das kann natürlich auch sein, dass es um den Style geht. Ich kann mich gerade leider an kein übertrieben ikonisches Board mehr aus Reigns erinnern, dafür war die Serie zu scheiße. Ja, doch, eins weiß ich noch, da hat Revolver einen Extra-Link mit
mit 5 Link 4ern gebaut. Der Zug war cool. Okay, und was kann der jetzt? Ah, der ist ein Interrupt. Ja, das ist ein Interrupt. So wollt ihr was mit über 2500 Attack auf dem Feld haben. Was? Achso. Okay, gut, dann mach. Okay, wir haben nicht vor, in naher Zukunft was mit mehr als 2,5 vorne hinzulegen. Ja, dann Scrap Raptor. Ja, voll. Ja, doch, irgendwann der Sleeper halt, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, bis dahin ist Weihnachten. So, Recycler. Dann kann man den mal normeln. So, Rosenix. Bla bla bla, Kombo, 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 Sachen, Dinge. Mhm, kennt man, weiß man. Vivan. Mhm. Ich würde sagen, wir sprengen dann der Einfachheit. Der Spell kann ja nichts mehr, ne? Nö. Nö. Dann würde ich sagen, sprengen wir ihm der Einfachheit halber seit Stufe 7er dann über den Haufen. So, dann du nochmal zum nochmal Millen natürlich. Der ist ja unser Turn, ne? Es ist scheiße. Ja. Es ist scheißegal, was wir in dieser Chain wiederholen, ist wurscht, das triggert eh nicht. Stimmt, weil der zerstört, bevor er triggern kann. Neue Regelung und so. Früher hätte der mal getriggert. Jetzt hätten wir gerne einen Scrap Golem. So, dann holt der jetzt den Recycler zurück und jetzt triggert der. Mhm. Dann würde ich sagen, hätten wir gerne mal einen Quickfix. Oder? Und der Prämisse, dass wir sowohl die Rescue als auch die Monster Reborn auf der Hand haben, wahrscheinlich. Alternative wäre Drohne, damit der Super Agent sicher durchkommt. Ja. Can break the ja, da liegt kein Transcode, aber okay. Ich glaube, mit dem Power Code. Ja, nee, dann lass Drohne machen, nur damit wir sicher gehen. Ah, Access Code meinte er. Okay, dann. Ja, dann können wir jetzt mit Reborn die Drohne zurückholen. Können wir auch zuerst machen? Die Lip können wir gleich noch holen. Wir müssen dann nur. Oder wir können. Ja, wir könnten theoretisch auch jetzt erstmal die Crown beschwören. Mhm. Ja, fangen wir damit an. Und dann können wir mit Crown und. Also müssen wir jetzt die Crown irgendwie weglinken. Wir könnten einen Curious holen. Wir könnten auch einen Nightmare Phoenix holen. Dann können wir die Trap abschmeißen. Ja, genau. Und wir können auch eine Karte ziehen. Ja. So, das ist nur die Trap, ne? Kommst auch nicht dran. Jetzt können wir sie machen. Ja. Also die Trap. Ich glaube, wir holen aber erst. Also nach links. Wir holen aber erst Lip und dann Double Helix. Mhm. Du kannst mal die Ash ziehen. Ja, von mir aus. Und dann die. Weil wir setzen ja nichts. Mhm. Oder so. Ja, hier wäre auf jeden Fall Full-Combo gegangen. Wir hätten jetzt eine Apo gebaut. Was, also ich hätte jetzt eine Apo gebaut. Apo? Warum nicht einfach Bottle Sword? Weil Nibiru eine Karte ist. Und wir in dem Zug noch so weit extenden. Ja, okay, dass, gut, stimmt. Ja, ich hätte jetzt einfach mit Phoenix und Raptor eine Apo gebaut. Muss ja nur ist ja scheißegal, muss ja nur da liegen. Und dann mit Drohne und Dings eine Lip. Und dann quasi Golem Dings wiedergeholt und dann weitergemacht. Ja, und dann hätten wir immer noch einen Boral Sword holen können. Genau. Ja, stimmt, das macht mehr Sinn, weil ich glaube nicht, dass die eine Handkarte Nibiru war, aber wozu das Risiko eingehen? Ja, pass auf, also das konkrete Play, ne? Apo, dann Lip, dann geht Lip Golem zurückholen, Golem geht Recycler zurückholen, Recycler legt Quickfix rein, dann kommt Super Agent, weil wir wissen ja, was oben liegt. Dann geht Quickfix einen Alien abschmeißen und kommt zurück. Dann können wir mit Lip, Golem,
beziehungsweise den Quickies brauchen wir dann nicht mehr. Wir können einfach dann mit Lib, Golem und Recycler in Borrowed Sword gehen. Dann haben wir Apo, Borrowed Sword, Super Agent und das könnte schon für Kill reichen. Je nachdem, wie der Transcode da geschrieben ist. Der Powercode, meine ich. Der sagt, hatte irgendeinen Effekt. If this card battles an opponent monster, you contribute one success card points to. Okay, also okay, das heißt, wir hätten einfach erst über Access-Code Access vorher stirbt, kann der gar nichts. Ja, okay, das heißt, das wäre dann schon Kill gewesen. Jo. Ohne irgendwelchen Blödsinn. Korrekt. Es gibt ja keinen Grund, sinnlos in Nip reinzulaufen. Ja, ja, schon richtig. Vor allem, weil wir ja nochmal den Golem hätten wiederholen können und dann immer noch den Borrowed Sword hätten holen können. Eben. Ja gut, dann bis gleich zur Deckbewertung. Bis gleich. So, das hier war das ursprüngliche Deck. Und so sieht's jetzt aus. Viel hat sich nicht geändert. Die Schrott-Engine hat zwar nicht viel mit der Spiral-Engine zu tun, aber sie legt halt Stöcke hin. Und wenn sie ans Laufen kommt und du Golem 10-mal recycelst, dann landet da auch irgendwie ganz gut was auf dem Feld. Also insofern macht die schon Sinn, schätze ich. Das Problem ist halt Spiral an sich. Ohne Masterplan macht das Deck halt nichts. Ja, das Deck ist einfach tot, wie schon gesagt. Wenn du die Scrap Engine spielen willst, dann spiel sie einfach mit Orkus, da hast du mehr Platz für Handtraps und alles. Und wenn du Spiral spielen willst, dann, ach, keine Ahnung. Es gibt auch Leute, die wollen noch True Draco spielen, denen ist einfach nicht zu helfen. Ich meine, True Draco kann im Regelfall mehr als Spiral. Aber auch nichts. Es gibt einfach Decks, die wurden von der Battlelist getötet und das muss man einfach einsehen. Tja. Weil ich meine, du kannst halt auch keine Handtraps spielen, weil für Handtraps müsstest du die Short Engine cutten und dann kannst du noch weniger. Wie dieses Deck hier hat einen mittelmäßigen First Turn, der an einer Handtrap stirbt und Second gehen kannst du überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, wie man das fixen soll. Ja, weil du das kostenlose +3 vom Masterplan nicht mehr hast. Ja, das kann man dem Deck auch nicht mal wirklich vorwerfen. Das Thema ist halt kacke. Ja. Ich meine, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, Spiral als Engine zu spielen, dass du eigentlich ein anderes Deck spielst, aber du kannst ohne wirklich groß Consistency zu verlieren auf Helix into Sleeper und Last Resort gehen. Wenn man das machen könnte, dann könnte man Spiral spielen als Engine. Aber leider brauchst du zu viele Karten für die Combo. Ja. Und deswegen, du kannst nicht Second gehen, du kannst nicht wirklich First gehen, du kannst das Thema nicht als Engine splashen, du musst es als Primärding machen. Lass es einfach. Irgendeine weirde Krieger-Engine mit Isolde vielleicht? Dann hast du auch wieder ein besseres Deck schlechter gemacht. Ja. Ja, also... Einfach lassen. Ist zwar doof, wenn man nichts anderes sagen kann als spielen ein anderes Thema, aber hier müssen wir es halt wirklich. Und einfach dem Thema geschuldet, ist auch schwer, hier mehr als 7 Punkte zu geben. Alle 100 Jahre mal kriegst du einen First Turn, der durchgeht, und wenn da ein Sleeper liegt, dann hast du ein Board. Aber ansonsten. Yep. Also ja, 7 Punkte hierfür. Man sieht sich dann nächste Woche wieder bei einer Deckbewertung. Bis dahin. Let's go.